Hey Leute! Ja, eigentlich wollte ich das jetzt fotografieren, aber ich habe das ähnlich wie ein Manga gemacht. Ja, ihr dürft nicht lachen. Und deshalb zeige ich euch jetzt zu den Manga. Also, mal sehen, wo fängt es denn an? Hier oben. Ich hoffe, das kann man auch lesen. Wahrscheinlich kann man es nicht lesen. Also da steht, den Tanz wende ich dir, meinen dummen Gefühlen und mir selbst. So, und dann sagt sie, ich habe dich geliebt. Immerzu gab es nur dich in meinem Herzen. Ich dachte, du würdest mich auch lieben. Und dann hast du sie geküsst. Das war ganz schön unscharf. Mal sehen, das hier ist das Bild. Ich finde es gar nicht so schlecht geworden. So, jetzt kommt das nächste. Also, das erste Bild. So eine Träne. Dann kommt. Ich habe alles an dir geliebt. Doch ganz besonders dein Lächeln. So, hier sieht man den Typen. Und steht an der Seite sein Name. Der heißt Renz. So, und dann steht hier unten jedes Mal, wenn du gelacht hast, was? Jetzt lege sich ein Schal um mich. Doch dieser Schal schloss ich nie. Denn ich wusste, du würdest meine Gefühle nie erwidern. Alles, was ich tun konnte, war träumen. Rennen. Und dann kam der Tag, an dem die Blume der Hoffnung in meinem Herzen gesät wurde. Das hier ist das Bild, wie sich der Schal um sie legt. Ich finde, das Bild ist nicht schlecht geworden. So, das nächste Bild. Also, es war an meinem Geburtstag. Hier, er küsst sie. Happy Birthday, Tomoyo. Rennen. Als der Samen keimte, so hier sieht man den Samen hier keimen. Er wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Und da ist meine Blume. So, und da oben steht, von dem Tag an gab es immer, nein, von da an gab es immer mehr Tage, an denen die Blume wuchs. Ren, warte doch. Ganz besonders. So, hier, die halten sich an den Händen und sie ruft, Ren, warte doch. Und er ruft, du lahme Ente, mach schneller, Tomoyo. Und da unten steht, sie war, bis sie kurz vorm Erblühen war. Ich kann meine eigene Schrift nicht entziffern. So, und auf dem nächsten Bild steht, doch, als ich dir meine Gefühle gestehen wollte, war es bereits zu spät. Da sieht man sie. Das Bild gefällt mir übrigens am meisten. Weiß nicht, welche Blume sie nehmen soll. Ja, hier unten sind vier verschiedene Blumen. So, und dann kommt so ein Krüppelbild. Ene, mene, mu. Und dann kommt noch so ein Krüppelbild. Okay, ich nehme die Rose. Ich werde ihm die Rose schicken. Das hier unten ist übrigens die Rose. So, dann kommt das Bild. Jetzt sage ich ihm, was ich fühle. Da rennt sie. Ich finde, der Chibi ist gut geworden. Ist so glücklich, dass sie sich wie ein Kleinkind benimmt. Renn, warte doch. Raschel. Raschel. Ja, ja, ich warte doch. Und dann kommt sie und wird rot. Renn. Warte, Renn. Und dann macht sie so ein Krüppelgesicht. Nein. Renn. Warum? Warum? Warum sie? Dann kommt das nächste Bild. Und dann tropft sie so ein paar Tränen runter. Dann, Rin, warum gerade sie? Loons. Warum gerade? Dann kommt so ein hübsches Mädel. Und dann so, Rin, warum gerade meine Schwester? Warum Tomoe? Ja, die eine heißt Tomoe und die andere Tomoe. So, dann geht's weiter. So, da rennt dann die Tomoe. Oh Gott, man sieht hier gar nicht. Vielleicht so besser. Dann kommt Tomoe und ruft so, hey, renn! Und hier unten sieht man übrigens Tomoyo, wie sie über die Hecke linst. Nur dass es ist. So, dann hier fällt Tomoyo über einen Stein. Hier ist wieder Tomoyo. Und dann so, waaah! Und dann fängt Renn Tomoyo auf. Und Tomoe sagt Renn und Renn sagt Tomoyo. Und hier ist wieder Tomoyo, die drüber liegt. So, dann kommt hier noch so ein Krüppelbild, wie sie nah am Küssen sind. Und dann küssen sie sich
und der Kuss sieht irgendwie kribbelhaft aus. Und dann sieht man hier oben Tomoyo, wie sie sagt, renn, renn und meine Schwester. Und dann fängt Tomoyo an zu weinen. Das Bild mag ich übrigens auch. Da macht so Plitsch und dann Schluchz, Kuller, Plitsch, Tränen, Schluchz. Ja. So, jetzt kommt das vorletzte Bild. Das mir, bei dem mag ich übrigens auch was. So. So, dann sagt sie, ich weinte viele Tränen um ihn. Ich weinte noch viele Tränen um ihn. Doch ich wusste, sie waren nutzlos. Und als mir das klar wurde, wurde ich zu der starken Frau, die ich heute bin. Schluchz, Kuller, Tränen. Das Bild mag ich auch. Und dann, warte. Ah, hier. Ich bin eine starke Kriegerin geworden. Doch werde ich ihn nie vergessen können. Aber, und dann sieht man sie hier, wie sie zu so einer starken Kriegerin geworden ist. Und dann kommt hier das letzte Bild. Die so ganz glücklich, aber ihre Tränen kullern. Ich hätte ihm schon gerne gesagt, dass ich ihn liebe. Das ist das Ende. Ja. Dann kommen hier noch so ein paar Bilder, die ich sogar aufgemalt habe. Ja, ich habe mir die Mühe gemacht, sie auszumalen. So, hier ist das erste. Hier ist das nächste. Einmal als Kriegerin und hier einmal als Mädel. Das sieht irgendwie krüppelhaft aus. Ich mag die Augen. Hier ist dann wieder das Bild. Das ist Tomoe. Das vorhin war Tomoyo. Und hier ist wieder so ein schönes Bild. Tomoe habe ich als erstes gemalt. Tomoyo kam ja später dazu. Hier sieht man dann Tomoe. Die Beine sind zu kurz geworden. Und hier Tomoyo. Übrigens, von dem Bild habe ich auch ein Speedpaint gemacht. Das werde ich dann irgendwo verlinken, nur dass ihr es wisst. Ja. Die nächsten Bilder werde ich wie normal fotografieren. Außer das hier, weil hier steht auch was geschrieben. So, das hier habe ich aus dem Buch, wie heißt es denn gleich noch? Ach ja, Prinzessin Sakura, das heißt Vertrauen. Und hier steht Vertrauen. Das ist das Einzigste, das ich dir geben kann. Ups. So, und hier ist das Mädel. Ich finde es ganz hübsch geworden. So, das waren jetzt eigentlich alle, die ich so aufnehmen wollte. Und naja, man sieht, ich habe mir alles überlegt. Hier kommt noch ein Video. So, das ist so ein ganz kleines Blatt. Also, hier ist ein Mädel. Die läuft. La, 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 la. Und dann, oh, ein Blatt. Auf dem Blatt steht, bitte wenden. Und das Mädel wendet es. Und dann steht hier unten, bitte wenden. Also, wende ich jetzt das Blatt. Und das ist. Auf der anderen Seite des Blattes steht, bitte wenden. Sie guckt erstmal so. Und dann wend, 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 wend. Und dann ruft sie, langweilig. Und dann geht sie weiter. Und dann steht hier unten wieder, bitte wenden. Das könnten wir jetzt stundenlang so machen, deshalb mache ich das nicht. Warte, ich glaube, ich habe noch so ein Bild. Ah, hier. Das ist auch ganz lustig. Hoffe ich mal. Ah. Mädel läuft und sagt, mir ist so langweilig. Und dann, oh, Fernsehen. Hier ist der Fernseher. Und dann sitzt sie vom Fernseher. Und dann, sie ist vollkommen ruhig. Ich glaube, das war, es müsste das letzte Video gewesen sein. Drückt mir die Daumen. Das habe ich gerade gefunden. Das scheinen Anfänge, würde ich sagen. Das war der erste kleine Comic, den ich über Shiro und Hikari gemacht habe. Also, hier starren sich beide an. Dann. Nein. Hier. Also. Dann denkt Hikari. Kia! Er steht vor mir. Shiro steht vor mir. Kia! Lol. So im zweiten. Denkt sie. Shiro nimmt meine Hand. Hier nimmt er ihre Hand. Ich weiß, es ist eine Krüppelhand. Drittes Bild. Hier ist sie als kleiner Cheerleader und hält mich an der Hand und sie sagt. Er hält meine Hand. So. Hier, könnt ihr euch den Größenunterschied mal ansehen? Viel. Shiro dreht sich zu ihr und er küsst sie. Was für ein Krüppelkuss. Ja, ja, bescheidene Anfänge. Ich kann einfach keine Krüppel, Leute, zeichnen.
始まりの素足を奏でる今夜はどこまで行けるの噛みつかないで優しくしていたいものはまだピュアリなのママの作る私ばかり食べた生命知らないことがあるのならば知りたいと思う普通でしょ全部見せてよあなたにならば見せてあげる私のずっと恋しくてシンデレラ制服だけ出かけていくわ魔法の時間を止めてよ悪い人に騙されちゃうわありえなし恋のジュリエットでもその名前で呼ばないでそこで結ばれなくちゃねそうじゃないと楽しくないわあれ私と生きてくれる下回りますから虜になるよきっと明日から今だけ私を許して黒いレースの境界線守る人は今日ありませんこれからどこまで行けるの噛みつくほどに痛いほどに好きになってたのは私でしょああわれのねあなたのことを嫌いになり私のためと差し出す手に握ってそれは首輪でしょ連れ出してよ私のロミオ叱られるほど遠くへカメラ鳴り響くシンデレラガラスの靴は置いていくわ宝で早く見つけてね悪い夢に知らされちゃうわああきっとあの子もそうだった落としたなんて嘘をついたそうよね私も同じよだってもっと愛されたいわあとは私はここにいるよ理想あなたの今壊れを埋めてしまおうかでもそれじゃ意味ないの